Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls mit dem Kotelett. Das letzte Mal bin ich hier so ein bisschen rumgefailt, muss ich mal gestehen. Four Kings haben mich halt irgendwie verdroschen gekriegt, hab mich da auch nicht besonders gut angestellt und dann bin ich hier einfach nochmal diese Burg abgelaufen, einfach um ja die Glut einzusammeln und so ein paar Items, die ich halt vergessen hatte und von denen ich wusste, dass die hier noch liegen. Ja, und jetzt irre ich hier so durch die Gegend in der Hoffnung, dass ich den Boss wiederfinde. Ich habe nämlich vergessen, wo der war. Irgendwo hier unten halt. Also die machen doch noch ganz schön Schaden, wenn sie wollen. Also unterschätzen sollte man die nach wie vor nicht. Denke mal, dass auch die Kings noch ordentlich Damage machen werden, wenn sie wollen. Wenn ich mal wüsste, wo die wohnen. Vielleicht hier unten an diesem Brunnen vorbei. Hier könnte man ja quasi auch runterspringen. Ach, da ist ja noch einer. Dann nehme ich mir vor Schreck erstmal einen Schluck. Der hat ja ganz schön reingedroschen, ne? Ich habe aber natürlich auch nicht geblockt. Ne, jetzt das Drachental. Da können wir uns übrigens auch noch den Red Tearstone Ring einsammeln. Und noch so das eine oder andere Teil. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Verdammte Axt, wo ist dieser scheiß Eingang zu dem Boss? Es ist natürlich viel einfacher, wenn da noch dieses Fock vor ist. Aber nicht die Stelle schon wieder. Das sind noch wieder, ja, das sind wieder die beiden Kasper hier. Das wollte ich nicht. Ich wollte's nicht. Alter, sauf was. Meine Güte. Also Havel Power hin und her, ne? Aber alter Schwede. Man ist ja echt langsam, ne? Also ich werde das hier gleich nochmal korrigieren. Sobald ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo stehe, wo ich halbwegs meine Ruhe habe. Brauchst Heiliger. So. Da sind wir ja. Okay. Keine Ahnung, ob ich mir das merken kann zum nächsten Mal. Ich mache das jetzt einfach nochmal hier mit Paladin, Bund des Artorias. Ja, vielleicht mit einem dicken Schild. Gott im Himmel. Vielleicht auch nicht. Was hat denn hier Magieabwehr? 80, ja. Pff. Ich versuche das jetzt hier mal irgendwie so relativ locker runterzuspielen. Ohne viel Stress. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass sie mir auch gut Schaden machen. Diesmal werde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Wobei das Einzige, was hier zählt, ist eigentlich Schaden und der muss schnell kommen. Versuchen wir mal dieses komische Giftschwert hier. Wenn das nichts wird, muss ich einfach nochmal wechseln. Meine, mit meinem anderen Charakter habe ich auch das Schwert hier benutzt. Oder Quelax Fury Sword, das weiß ich nicht mehr so genau. Habe ich den Ring angezogen? Ja. Ja, okay, das haut relativ schnell zu.
Ui, der hat da schon auf mich geschossen. Ja, mit der Waffe geht das auf jeden Fall irgendwie. Die machen natürlich immer noch einen Heidenschaden. Und irgendwie trifft man auch nicht immer so gut, habe ich das Gefühl. Aber es geht auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich jetzt diesmal immer frühzeitig hier den Estus schlucken werde. Ja, da war ich zu gierig. Das war ganz gefährlich jetzt eben. Ich habe auch nur noch 3. Der muss jetzt langsam mal sterben hier. Okay. Einer muss noch irgendwo sein, da hinten. So, Konzentration, blocken. Ui. Alter, ich wollte rollen. Das hat leider überhaupt nicht mehr geklappt. Estus. Blocken. Zweihand. Jetzt sind wir mal dran. Dreimal. Muss reichen. Ausdauer. Estus war die letzte. Wäre toll, wenn du jetzt einfach stirbst. Jawohl. Ja, wie gesagt, so kenne ich den Boss eigentlich. Ranlaufen, zuschlagen, wenn man ein halbes Leben hat. Fläschchen trinken, zuschlagen. Fläschchen trinken und eigentlich ja, ist das dann überhaupt gar kein Problem. Aber wie ihr gesehen habt, war es offensichtlich doch ein Problem. Und diesmal habe ich den Schlangenring frühzeitig angezogen. Eigentlich hätte es ja 60.000 Seelen gegeben. Jetzt haben wir 72.000 bekommen. Übrigens ein Wunder, dass ich jetzt hier nicht durch den Boden gefallen bin. Habe ich gerade gar nicht nachgedacht, aber da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Das haben sie vielleicht absichtlich so gemacht, dass dieser Effekt weg ist, wenn man die einmal umgebracht hat. Ich überlege gerade, ob wir hier mal irgendwie Wille oder so steigern. Nee, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Vitalität. Einfach damit wir mehr Lebenspunkte haben, wenn ich irgendwann mal diesen den Ring ausziehen werde. So, wir teleportieren uns jetzt auf jeden Fall zum Feuerbadschrein. Mach mal klar hier. Und dann gehen wir mal zum Herrscherwessel. Also mit dem Herrscherwessel zum, ihr wisst schon, zu dem Feuerchen da unten. So, ich glaube, uns fehlt noch eine von Cease. Aber wir können hier schon, wir können hier offensichtlich schon was anzünden. Dann würde ich mal sagen,
Ja, wir müssen zu Seas. Wie kommen wir denn da hin? Anor Londo. Ach ja. Ach ja. Ich habe ja die alte Schnepfe weggegrillt. Aber hier sind wir genau richtig. Ich gehe jetzt schon mal dahin. Ich werde diese Folge, kann ich euch beruhigen oder ja, enttäuschen, je nachdem. Ich werde das jetzt noch nicht angehen da oben. Also ich muss mir unbedingt irgendwie was überlegen, eine Mischung aus Defense und Poise. Ich bin einfach zu langsam. Wenn ich so ausweiche, merke ich das besonders stark, dass ich danach total langsam aufstehe bzw. zuschlage. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, dieses Gamepad, ne? Ach, die Sau ist schon. Kommt die hier nicht raus oder was? Hallo. Tja, als wäre ich überhaupt nicht da. Unfassbar. Hier zieht auf jeden Fall der Feuer-Zweihänder ganz gut rein, kann ich euch sagen. Also Feuer gegen dieses gepanzerte Vieh ist Gold wert. So, da kommt gleich noch eins. Klingt vielleicht komisch, aber die paar Punkte hier, die mache ich mir auch noch voll. Und das Zeug brauchen wir auch nicht mehr. Ich hätte schwören können, ich habe Köderschädel gekauft. Naja, egal. Das war überhaupt nicht clever von mir. Nein. Alter, genau deswegen habe ich noch mal das Wunder genommen. Ich möchte da nicht weiter. Ich möchte da nicht weiter. Alter, lass mich weg. Meine Güte, hält er viel aus. Das habe ich gerade noch mal so geblockt bekommen. Das auch. Das fängt ja super an hier. Aber die sind zum Glück einzigartig. Ausdauer. Alter, der muss doch mal sterben jetzt.
Heiliger Strohsack. So. Irgendwie durchgekrebst hier. Nicht schön, aber selten. Und ein Leuchtfeuer, da setze ich mich gleich mal ran. Um Gottes Willen. Really? Wie oft muss ich die denn treffen hier mit meiner Waffe? Okay, nehmen wir mal hier Grabesfürstengedöns. So, jetzt komm du mal her, du Testobjekt. Uiuiuiui. Gottes Willen. Nächster Versuch, Claymore. Warum kommt denn der jetzt nicht runter da? Ja, dann eben du. Ist mir eigentlich egal, wer. Alter, 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 Alter. Okay, jetzt hat er da hinten die gebufft. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ich muss sagen, ich bin ein wenig erstaunt darüber, dass ich die so oft treffen muss. So, komm du mal her, dich brauche ich. Oh, jetzt kommt da noch so ein Spack. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ja. Das schauen wir uns später an. Ich mag dieses Gebiet nicht. Ich versuche immer, das so gut es geht, herauszuzögern im Spiel. Deswegen gehen wir auch diesmal da als letztes hin. Da wollen wir doch vorher nochmal ein bisschen unsere Sachen aufwerten hier, bevor ich da reingehe. Weil da kommt man dann hinterher eine Zeit lang nicht weg. Und ich möchte jetzt sowieso erstmal zur Kammer der Prinzessin. Genau. Was sagt denn die Uhr? 19 Minuten, okay. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich bin gerade sehr überrascht, dass hier hinten der Typ nicht da ist. Ist der da unten? Müssen wir uns mal angucken. Oder ich muss hinten bei der Hydra erstmal noch einen wegmachen. Das kann auch sein. Ja, der ist da oben. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wenn der da jetzt nicht ist, dann haben wir irgendwelche Voraussetzungen noch nicht geschaffen. Und ich denke mal, die Voraussetzung ist, dass ich so ein Vieh hinter der Hydra wegbäsche. Weil hier oben ist der, meine ich nicht.
Lass mich hier bloß weg, ey. Deinen scheiß Fall kannst du behalten. Nee, der ist hier nicht. Der ist schon da, wo ich eben geguckt habe. Nur muss ich da zuerst noch einen anderen weghauen wohl. Funkeltitanit, wir könnten dieses Silberritterschwert aufwerten, was ja gar nicht so schlecht ist. Hier fehlt uns Dämonentitanit. Okay, das könnte ich halt stärker machen, aber das hat mir irgendwie nicht ganz so gut gefallen. Hier fehlen uns kleine Scherben. Funkeltitanit. Funkeltitanit. Die könnte ich jetzt aufs Max bringen. Das gibt 9 Punkte. Ja, das wird am meisten bringen. Komm, mach mal fertig hier. Ja, das passt so. Vorerst. Hauptsache, wir sind ein bisschen beweglicher. Gut, dann setzen wir uns mal hier ran. Und dann würde ich sagen, soll's das für heute auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Dark Souls mit dem Kotelett. Und bis dahin.